Für mich bedeutet das Gewinnen des Kunstpreises in Gersthofen auf jeden Fall eine wahnsinnige Ehre, eine wahnsinnige Stärkung in dem, was ich mache. Ich bin Celia Meissner, ich bin aus Kissing, ich bin freie Kunststudentin im 7. Semester, beschäftige mich hauptsächlich mit Sound- und Lichtkunst, komme aus der Bildhauerei und bin auf dem Weg dahin, Künstlerin zu werden. Ich habe diese Arbeit tatsächlich komplett für den Kunstpreis Gersthofen gemacht. So die ersten Gedanken, die ich mir dann gemacht habe, als ich die Wettbewerbsausschreibung gelesen habe, war so, okay, wo findet Nachhaltigkeit in meinem Leben tatsächlich eigentlich statt? Diese Windräder, die ich aufgenommen habe, die stehen ja zwischen Kissing und Bachern und ich bin in Kissing aufgewachsen. Und die sind deswegen halt schon immer irgendwie für mich so ein Symbol der Nachhaltigkeit bei mir in der direkten Nachbarschaft. Ich habe nach Tiefen gesucht, nach vollen Klängen. Viel von dem, was ich aufgenommen habe, waren oft ja nur kurze Bewegungen, nur kurze Ausschnitte. Ich habe eine Woche lang Sounds aufgenommen immer wieder. In der zweiten Woche angefangen, die Schnipsel rauszusammeln oder zu versuchen, so die Klänge rauszufiltern, die ich so spannend finde, dass ich sie in die Arbeit einbauen möchte. Ich finde diese Vorstellung total schön, dass Menschen sich vielleicht meine Arbeiten anschauen, anhören und erleben und dadurch vielleicht einfach selber ihren Geist oder ihr Dasein so ein bisschen lösen können von dem, was sie gerade beschäftigt und einfach so ein bisschen frei sein können für den Moment. Mit dem Preisgeld vom Gersthofer Kunstpreis habe ich tatsächlich vor, das wieder in Kunst zu investieren, in Programme, in Materialien, was ich zukünftig für meine weiteren Soundarbeiten benutzen möchte. Und habe aber auch vor, einen Teil erstmal auf die Seite zu legen, für falls ich in der Zukunft nochmal fürs Material was brauche oder so.